12 Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Carsten Fabian. Die Übersicht. Wirtschaftsnobelpreis geht an zwei US-Ökonomen. München wird wieder zum Corona-Hotspot. Maas will Sanktionen für ukrainischen Staatschef. Das Wetter bewölkt, vereinzelt Regen bei maximal 12 Grad. Stockholm. Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen Paul Milgrom und Robert Wilson. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm vor wenigen Minuten bekannt gegeben. Beide haben maßgeblich die Theorie von Auktionen und deren Anwendung geprägt. Der Wirtschaftsnobelpreis gilt streng genommen nicht als klassischer Nobelpreis, da er nicht auf das Testament des Stifters Alfred Nobel zurückgeht. Der Preis wird von der schwedischen Reichsbank gestiftet. München. In Deutschland gibt es mit München und Duisburg zwei neue Corona-Hotspots. Die bayerische Landeshauptstadt hat wieder die Corona-Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut meldet, liegt der Wert dort derzeit bei 50,6. In Bayern liegen außerdem die Landkreise Regen und Fürstenfeldbruck sowie die Städte Memmingen und Rosenheim über der Warnstufe. In Nordrhein-Westfalen hat nun auch Duisburg die kritische Marke überschritten. In dem Bundesland sind jetzt 10 Kreise und Städte Risikogebiete. Seit dem Vormittag tagt in Berlin das Corona-Kabinett der Bundesregierung. Dabei sprechen die zuständigen Fachminister mit Bundeskanzlerin Merkel über die aktuelle Lage. Geplant ist, die Quarantäneregeln neu zu fassen, sowie bis Mitte Oktober eine neue Teststrategie zu beschließen. Berlin. Die Corona-Pandemie wirkt laut der Deutschen Welthungerhilfe wie ein Brandbeschleuniger bei Hunger und Armut weltweit. Prognosen zufolge wird die Zahl der davon betroffenen Menschen stark zunehmen. Die Welthungerhilfe hat am Vormittag den Welthungerindex vorgestellt, der die Folgen der Pandemie jedoch noch gar nicht abbildet. Demnach waren bereits vor der Krise etwa 690 Millionen Menschen in mehr als 50 Ländern unterernährt. Besonders ernst sei die Lage im Tschad, dem aktuellen Schlusslicht beim Welthungerindex. Zwar gibt es bei der Hungerbekämpfung auch Fortschritte, laut Welthungerhilfe-Präsidentin Thieme sind diese aber viel zu gering, um das Problem bis 2030 in den Griff zu bekommen. Die Vereinten Nationen hatten vereinbart, dass der Hunger bis dahin weltweit beseitigt werden soll. Berlin. Bundesaußenminister Maas hat Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko gefordert. Vor einem Treffen mit seinem EU-Kollegen in Luxemburg sagte er, vom Herrschaftssystem Lukaschenkos werde weiter Gewalt ausgeübt. Zudem würden friedliche Demonstranten verhaftet. Konkret möchte Maas eine neue Sanktionsliste gegen Belarus erstellen, auf der auch Lukaschenko steht. Auf der jetzigen EU-Liste stehen nur Personen aus Lukaschenkos Umfeld. Der Regierungschef wurde ausgenommen, mit der Begründung, man wolle die diplomatischen Bemühungen zur Lösung des Konflikts nicht behindern. Ankara. Der Streit zwischen der Türkei und Griechenland um die Ausbeutung von Erdgasvorkommen in der Ägäis spitzt sich weiter zu. Ankara hat ein Forschungsschiff in die Region entsendet. Das griechische Außenministerium sprach von einer direkten Bedrohung des Friedens und der Sicherheit. Vor gut einer Woche hatten beide Länder unter Vermittlung der NATO vereinbart, dass militärische Zwischenfälle vermieden werden sollen. Das Wetter in Bayern. Am Nachmittag meist bewölkt bis trüb, vereinzelt etwas Regen, Höchstwerte 6 bis 12 Grad. In der Nacht vor allem in Alpennähe etwas Regen, später vereinzelt Nebel, Tiefstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten, morgen teils freundlich, teils bewölkt, im Südosten etwas Regen, Mittwoch nur an den Alpen freundlich, Donnerstag bayernweit trüb mit Regen, maximal 12, nachts bis minus 2 Grad. Das waren die Nachrichten, die Zeit 12.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen: A7 Ulm Richtung Würzburg, zwischen Dinkelsbühl, Fichtenau und Feuchtwangen West, Baustelle und 5 Kilometer Stau. Die A7 Würzburg Richtung Ulm ist zwischen Kitzingen und Marktbreit nach einem Unfall gesperrt und es staut sich ab dem Kreuz Bibelried. Die Umleitung über die U72 ist überlastet. Wir empfehlen deshalb, weiträumig auszuweichen. Die B16 Ingolstadt Richtung Donauwörth ist zwischen Rödenhof und Neuburg an der Donau wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Soweit die Verkehrsübersicht.
ihrer Heimat. Aktuell. Man kann gegen das Handy sagen, was man will. Ständige Erreichbarkeit, lästig, Überwachung. Ein Zeitkiller, wenn man da damit rumspielt. Aber es gibt Situationen, da ist es lebensrettend, zum Beispiel beim Bergwandern. Oder eine Frau, die am Samstag in Stephanskirchen am Abend in einem Baumarkt eingesperrt worden ist, im Außenbereich. Ist einfach nicht bemerkt worden. Und dann waren die Türen zu, der Zaun war zu hoch. Zum Drübersteigen ist da gestanden. Zum Glück hat sie ein Handy dabei gehabt. Der Notruf hat sie befreit. Zu Heimat aktuell begrüßt Sie der Arthur Dittelmann. Was haben wir denn für Themen? Wie geht es die Bayerischen Gastgeber, Hotel- und Gaststättenverband, die tagen in Augsburg? Und naja, man kann sich denken, Corona steht da im Zentrum der Sorge und der Überlegungen. Die Ringsburger Domspatzen haben sich wieder mal hinaustraut, sind ausgeflogen nach Hamburg. Und jetzt gleich unser Thema Negativzinsen bei Banken. Negativzinsen, das klingt jetzt noch relativ harmlos. Man könnte sagen Strafzinsen. Früher haben wir Zinsen positiv gekriegt, wenn man Geld deponiert hat. Jetzt muss man dafür zahlen, wenn man ein Geld hier liegt bei manchen Banken. Was kann man dagegen machen? Dürfen die das überhaupt? Das sind die Fragen, mit denen sich die Kollegen dann gleich befassen werden. Thank you.
hat das Stickel vom Harfenduo Holzner Schroll geheißen. Ja, wenn man vier schaut zur Bank, wenn man da sein Geld hinbringt, kriegt man schon länger kaum Zinsen, wirklich minimalste Beträge sind. Das für manche Kunden ist es aber noch ärgerlicher. Immer mehr Kreditinstitute verlangen ein sogenanntes Verwahrentgelt. Das heißt, für höhere Guthaben wird ein Strafzins von 0,5% fällig. Frage meinen Kollegen Peter Allgeier, wie viele Banken sind es denn mittlerweile, die solche Negativzinsen von ihren Kunden verlangen? Die Zahl hat sich in einem Jahr versechsfacht. Bundesweit sprechen wir von gut 190 Banken, in Schwaben sind es immerhin 8. Und es auffällt, dass die Schwelle, ab der solche Negativzinsen fällig werden, sich auch verändert hat. Da waren die Freibeträge so in der Regel noch bei mindestens 100.000 Euro. Jetzt haben wir aber gesehen, eben durch die Verschärfung des negativen Einlagenzinses, da haben dann immer mehr Banken auch angefangen, wirklich die Freibeträge tendenziell nach unten zu setzen. St. Sebastian Schick von der Finanzplattform Bialo. Bei der Raiffeisen Bank Augsburger Land West zahle ich ab 5.000 Euro auf meinem Konto. Die Bayerische Bodenseebank in Lindau sagt, man kann mit ihr zwar über diesen Freibetrag verhandeln, prinzipiell starten die Strafzinsen hier aber schon ab dem ersten Cent. Ja, für den Kunden ist das natürlich eine ärgerliche Geschichte, aber welche Gründe haben denn die Banken, dass sie solche Strafzinsen überhaupt erheben? Die Banken haben ein Problem. Sie bekommen einfach zu viel Geld von ihren Kunden, das sie selbst nicht mehr sinnvoll investieren können. Man kann das Geld bei der EZB anlegen, bei der Zentralbank, allerdings zu negativen Konditionen. Das heißt, ist für die Bank ein Verlustgeschäft, zahlt sie drauf. Bundesanleihen beispielsweise sind aber auch negativ rentierlich. So Jürgen Groß, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern. Und das klassische Geschäft der Banken, nämlich Kredite zu vergeben, zum Beispiel an Unternehmen, ist wegen der Corona-Krise natürlich auch viel risikoreicher geworden. Die Banken sitzen also auf sehr großen Summen, ja, und verlangen dafür jetzt eben das Verwahrentgelt. Ja, und was kann ich als Kunde machen? Kann ich mich dagegen wehren? Wie kann ich mich dagegen wehren? Eigentlich dürfen Banken solche Strafzinsen nicht einfach berechnen, sondern die Kunden, die müssen dem auch zustimmen. Meistens lädt die Bank dann zu einem Gespräch. Vorgeschlagen wird zum Beispiel, dass man das Geld dann in Aktienfonds umschichtet. Denn die Bank verdient daran und meistens profitiert auch der Kunde. Man sollte jetzt aber kein schlechtes Angebot annehmen, einfach aus Sorge, das Girokonto zu verlieren, sagt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Und insofern macht es absolut Sinn zu prüfen, wo kann ich günstiger ohne Verwahrentgelte Kunde werden. Und man sollte das auch zum Anlass nehmen zu wechseln, denn der Bankwechsel ist nicht mehr so schwierig oder nicht mehr so aufwendig, wie das noch vor Jahren war. Muss man sich heute mit dem Geld ein bisschen auseinandersetzen. Das war Peter Allgeier über die sogenannten Negativzinsen. Und das ist der Bernd Pettenthaler und seine Musikanten.
Das hat ja durch Corona Hotels, Gaststätten, Wirtshäuser, Pensionen erwischt. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband veranstaltet heute in Augsburg den vierten Bayerischen Gastgebertag. Und da wird natürlich speziell jetzt über die Corona-Pandemie beraten. Thomas Pösel. Der Bayerische Gastgebertag im Kongress am Park in Augsburg soll laut Hotel- und Gaststättenverband dazu dienen, den Verbandsmitgliedern Mut zu machen in der Zeit der Pandemie. Der Verband möchte nach eigener Aussage ein Zeichen für die Branche und für den Zusammenhalt setzen. Die Veranstaltung bietet laut DEHOGA eine Fachausstellung und will bei Fachvorträgen Trends und Entwicklungen vorstellen. Dabei soll es vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unter anderem um Hygienetipps für Gaststättenbetriebe und die Herausforderungen für den Vertrieb gehen. Die Situation in der Branche ist wegen Corona nach wie vor angespannt. 57% der bayerischen DEHOGA-Mitglieder machen sich einer Umfrage zufolge große Sorgen um ihre Existenz, so Landesgeschäftsführer Thomas Gebhardt. Die Sorgen seien auch berechtigt, auch wenn bei dem ein oder anderen Betrieb der Juli und August relativ gut verlief, weil die Außensaison vielerorts mit Anbauten oder Heizpilzen verlängert werden konnte. Doch die Zahlen steigen weiter und die Sorgen bleiben, so Gebhardt. Eine Belastung sei die Situation nach wie vor für Tagungshotels, weil Dienstreisen und Tagungen kaum stattfänden. Als Gast der Veranstaltung wird am Nachmittag Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erwartet.
Eckseiten muss ich mit einer Polka, 12.31 Uhr. Die Ringsburger Domspatzen haben jetzt auch Probleme gehabt mit Auftritten, ist gar nichts gegangen. Jetzt waren sie aber in der Hamburger Elbphilharmonie, haben zwei Auftritte absolviert, haben sie sozusagen auf der Konzertbühne zurückgemeldet. Mit einem A Cappella-Programm und einem ausgefeilten Hygienekonzept hat sich der Knabenchor in zwei Matineen präsentiert. Die Sänger sind zweimal getestet worden. Und die zwei Konzerte in der Elbphilharmonie waren tatsächlich der erste Auftritt der Domspatzen seit Beginn vom Lockdown im März. Exultate Deo von Alessandro Scarlatti. Ein Jubel, den die Regensburger Domspatzen an diesem Sonntag gern anstimmen, denn sie dürfen wieder singen, gemeinsam. Das erste Mal seit 8 Monaten stehen sie wieder auf einer Konzertbühne und dann gleich auf der in der Hamburger Elbphilharmonie. Entsprechend euphorisch ist Domkapellmeister Christian Heiß. Das ist sensationell natürlich, das Gebäude an sich, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt wirklich hier sein können, trotz aller Widrigkeiten und der Umstände, die uns Corona bringt. Sonntagmorgen kurz nach 8 kommt der Regensburger Bus an. Nur in kleinen Gruppen dürfen die Domspatzen mit dem Aufzug in den 12. Stock des Konzerthauses an der Elbe fahren, Corona wegen. Und auch auf der Bühne selbst müssen sie in mindestens 1,5 Metern Abstand stehen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, in diesem Raum, der auch speziell für seine Akustik bekannt ist, mit dem Chor in einer Formation aufzutreten, die uns Abstände abverlangt, die wir sonst nicht hätten. Trotzdem, die jungen Sänger Luca, Antonius und Andreas freuen sich. Ein Publikum zu haben, für das wir singen können und dem wir Freude bringen können. Und es war auch einfach eine riesige Vorfreude, wie so auf ein weiteres Weihnachten im Jahr nochmal wieder ein Konzert haben zu dürfen. Was macht ein Chor ohne Auftritte? Und deswegen ist es schon toll. Möglich wurde das Konzert, weil ein anderer Chor absagen musste, der Auflagen wegen. Ende August kam die Anfrage. Seitdem war Chormanagerin Christine Ostrova jeden Tag mit den beiden Matineen in Hamburg beschäftigt. Auch wegen der unterschiedlichen Regeln in den verschiedenen Bundesländern. Und die so deckungsgleich zu kriegen, dass wir auf der einen Seite die Regensburger bayerischen Ämter davon überzeugen konnten, dass wir vorbereiten konnten, dass wir proben und auftreten durften und dürfen und gleichzeitig unter den Regelungen, die für Hamburg gelten. Das ist in den Bundesländern so noch nicht vorgekommen. Und gerade jetzt mit den Auflagen haben die sich sehr, sehr schwer getan. Und es gab immer wieder Nachfragen und immer wieder Nachbesserungsbedarf. 75 Minuten am Stück singen die Domspatzen an diesem Sonntagmorgen. Gerade ein Drittel der Plätze in der Elbphilharmonie darf besetzt werden. Trotzdem, das Publikum ist begeistert, genauso wie die jungen Sänger. Es war eigentlich genauso wie erhofft. Es war richtig schön, wieder singen zu können. Es ist auch eine Erleichterung, dass sich diese ganze Proberei auch gelohnt hat. Und das ist so dieser Punkt, wo man hingearbeitet hat die ganze Zeit, dass er jetzt eigentlich erfüllt wurde. Erleichterung auch bei Domkapellmeister Christian Heiß. Dann war es auch irgendwo eine Erlösung nach so langer Zeit, wo wir alle ja ständig gehofft haben, dass wir wieder irgendwo auf einer Bühne stehen, dann gleich in der Elfe das tun zu können. Das war natürlich phänomenal jetzt für die Jungs und für mich auch. Christian Bölfel war dabei bei den Ringsburger Domspatzen in Hamburg. Und ja, jetzt hören wir es nochmal bei uns hier, speziell für uns, mit einem Lied nicht über Hamburg, sondern über den Ausgangspunkt ihrer Reise, da wo quasi ihr Domspatzen-Nest ist, über Ringsburg. Bayerische Wilder, du feiner Sasser, wo's
Hofer Volksmusikanten mit dem Bratwurst-Schottischen, 13.43 Uhr. Es ist ja im Moment eine Situation, dass man immer mehr dazulernt, was dieses Corona betrifft. Im Moment sind sich die Experten einig, eine der größten Gefahren für die Verbreitung von Corona geht von privaten Feiern aus. Wenn einfach die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, wenn sie die Leute um den Hals fallen, wenn sie, was weiß ich, miteinander tanzen, miteinander grillen, Bratwurstpolka. Deswegen kontrolliert die Polizei momentan besonders gründlich, löst Feiern auch auf, wenn sie die Corona-Auflagen nicht einhalten. Am Wochenende ist zum Beispiel in München eine Geburtstagsparty aufgelöst worden. Der Mann wollte seinen 30. feiern, mit 50 Leuten in einer Lagerhalle. Erlaubt sind bei Feiern in geschlossenen Räumen aber gerade nur 25 Leute. Ein Unbekannter alarmierte die Polizei. Die stellte dann vor Ort fest, dass nicht nur zu viele Partygäste eingeladen wurden, sondern auch, dass sich keiner an die geltenden Hygieneregeln hielt. Es wurde weder eine Gästeliste geführt, noch waren Desinfektionsspender aufgestellt worden. Die Sitzgarnituren standen zu dicht beieinander. Außerdem trugen die Gäste keine Masken. Auch der Mindestabstand wurde größtenteils nicht eingehalten. Die Beamten nahmen die Personalien aller Feiernden auf. Die Party wurde aufgelöst. Laut Polizei kooperierten alle Anwesenden. Aber das Geburtstagskind kriegt jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Das war Lena Deutsch über ein Vorkommnis in München am Wochenende.
der Altaicher Klarinettenmusi war das 12.50 Uhr ist jetzt. Und jetzt kommt was für Leute, die sich gern mit Zahlen spielen, ein bisschen Zahlenmystik betreiben. Am 10.10.2010 ist die Standesamt-Außenstelle in Ehe im Landkreis Neustadt an der Aisch eingeweiht worden. Es ist also 10 Jahre her, dass sie Leute heiraten wollen, in einem kleinen Fachwerkhäuschen auf einem Erdbeerhof das Jawort geben können. Und das eben in Ehe. Zum Jubiläum am Wochenende, dem 10.10.2020, da waren etliche Trauungen angemeldet. Leider nicht 10, auch nicht 20, nein, es waren 3. Birgit Rossiert, über 10 Jahren je. 10 Jahre Ehen in Ehe, so ist richtig. Braut Melanie trägt ein weißes Spitzenkleid, Bräutigam Michael einen Anzug. Irgendwie sehen sie erleichtert aus, als sie die Stufen vom Trauhäuschen runterkommen. Verrückt, irgendwie. Aber auch nicht wirklich anders als vorher. Ja, nur dass wir jetzt einen schönen Ring tragen und ich endlich seinen Namen angenommen habe und dass wir eine Familie sind. Hofchefin Roswitha Schemm begrüßt das frisch gebackene Ehepaar mit Sekt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zur Hochzeit, ne? Wir wünschen euch viele glückliche Jahre. Okay. Auf uns. Tschüss. Das Fachwerkhäuschen mit den grünen Fensterläden ist seit 10 Jahren eine offizielle Außenstelle vom Standesamt Diesbeck. Ursprünglich war das Gebäude eine kleine Scheune und wurde am Hof Zählein Schemm auch so genutzt, als Werkstatt, Lagerraum, Garage. Dann wollte Sohn Christian unbedingt am Hof der Eltern heiraten. Und die zogen alle nötigen Formalitäten mit Hilfe des damaligen Bürgermeisters durch. Inzwischen haben Christian und seine Melanie 2 Kinder. Und am 10.10.2020 ihren 10. Hochzeitstag. Wir feiern jeden Tag. Wir brauchen keinen besonderen Tag, um unsere Liebe zu feiern. Wir haben jeden Tag schöne Tage. Für uns stand es in einem sehr guten Stern hier. Hier zu heiraten war ein toller Start für uns auf jeden Fall. Rund 150 Ehen wurden im Lauf der letzten 10 Jahre in dem vorbildlich sanierten Trauhäuschen geschlossen. Auch der aktuelle Bürgermeister Christian von Dobschütz, der inzwischen die Trauungen vollzieht, hat hier geheiratet. Das ist was Außergewöhnliches. Es ist ja die einzige Ehe als Ort, meines Wissens nach zumindest weltweit. Und es freut sich sehr große Beliebtheit, ja, definitiv. Es gab Bräute in Barfuß, angehende Ehemänner in kurzen Hosen, die erste gleichgeschlechtliche Trauung im ganzen Umkreis und als Traufahrzeug alles von der Kutsche über den Bulldog bis zum LKW. Also wenn wir so mitbekommen, wie stabil die Ehen sind, die hier geschlossen worden sind, dann ist es ein sehr gutes Pflaster für eine glückliche und lang anhaltende Beziehung, ja. Roswitha und Paul Schemm, die Hofchefs, sind seit 44 Jahren verheiratet. Jedes glückliche Brautpaar freut sie. Ja, ein Film endet immer mit einem Happy End, aber hier ist der Start in ein neues Leben. Es ist ein Happy Beginning hier bei uns. Es geht ja weiter, das richtige Leben kommt dann erst danach und wir freuen uns, dass die Brautpaare hier den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt wagen. So möge es auch sein für Michael und Melanie. Das erste Brautpaar am 10.10.2020. Ein Happy Beginning für ihre Ehe. Thank you.
muss ich, ist die Sonschi stark jetzt auf 1 zu und damit auf die Nachrichten. Damit ist unsere erste Stunde von Heimat aktuell vorbei. Nach den Nachrichten geht's weiter. Da werden wir an die tschechische Grenze schauen, wo jetzt eine Testpflicht besteht in manchen Gegenden. Bis gleich, sagt der Autor Dittelmann. Thank you.
hören BR Heimat. Typisch Bayern. Uhr. Die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Carsten Fabian. Die Übersicht. Zwei US-Ökonomen bekommen Wirtschaftsnobelpreis. Kommission stellt Bericht zu Corona-Ausbruch in Ischgl vor. Belarussisches Innenministerium bestätigt zahlreiche Festnahmen. Das Wetter bewölkt, vereinzelt Regen bei maximal 12 Grad. Stockholm. Die beiden US-Amerikaner Paul Milgrom und Robert Wilson bekommen den Wirtschaftsnobelpreis. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Mittag bekannt gegeben. Die 72 und 83 Jahre alten Ökonomen wurden für ihre Verbesserungen der Auktionstheorie und die Erfindung neue Formate für Versteigerungen geehrt. Der Generalsekretär der Akademie Hansson ließ bei der Verkündung symbolisch einen Auktionshammer niedergehen, um auf die hohe Bedeutung von Versteigerungen für das Wirtschaftsleben hinzuweisen. Die Auszeichnung in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften ist streng genommen kein Nobelpreis. Der Preis geht nämlich nicht auf das Testament des Stifters Alfred Nobels zurück, sondern wurde von der schwedischen Reichsbank ins Leben gerufen. Verliehen wird die Auszeichnung aber mit den anderen Nobelpreisen am Todestag Nobels, dem 10. Dezember. Berlin. Das Corona-Kabinett der Bundesregierung hat am Vormittag über die aktuelle Corona-Lage gesprochen. Regierungssprecher Seibert sprach in der anschließenden Pressekonferenz angesichts steigender Infektionszahlen von einer ernsten Lage. Nach seinen Worten entscheidet sich in diesen Wochen, ob sich die Zahlen bis Weihnachten erheblich erhöhen. Als höchstes Ziel bezeichnete es Seibert, die Infektionsketten nachzuvollziehen durch Kontaktnachverfolgung. Laut Seibert wurde noch nicht ausführlich über das umstrittene Beherbergungsverbot gesprochen. Er verwies auf die anstehende Videokonferenz von Kanzlerin Merkel mit dem Ministerpräsidenten am Mittwoch, wo diese Auflage besprochen werden soll. Inzwischen gibt es in Deutschland mit München und Duisburg zwei neue Corona-Hotspots, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen registriert wurden. Innsbruck. Eine unabhängige Expertenkommission stellt zur Stunde einen Bericht zum Corona-Krisenmanagement des österreichischen Landes Tirol vor. Im Fokus steht der Wintersportort Ischgl. Vor 7 Monaten hatte sich Ischgl mit seinen Après-Ski-Feiern zum Corona-Hotspot entwickelt. Auch zahlreiche deutsche Urlauber steckten sich dort mit dem Virus an und brachten es mit nach Hause. Kritiker bemängeln, dass die Verantwortlichen die Schließung des Skigebiets und der Bars zu spät angeordnet und auch die Quarantäne über das gesamte Paznauntal zu spät verhängt haben. Minsk. Bei den Sonntagsdemonstrationen in Belarus sind nach offiziellen Angaben mehr als 700 Demonstranten festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium in Minsk mit. Den Angaben zufolge sind 570 Demonstranten jetzt in Gefängnissen. Nur wenige wurden freigelassen. Laut Menschenrechtlern sind unter den Festgenommenen auch zahlreiche Journalisten. Bei den Massenprotesten gegen den autoritären Staatschef Lukaschenko gingen die Sicherheitskräfte gestern auch mit Wasserwerfern, Tränengas sowie Knall- und Blendgranaten gegen die Demonstranten vor. Es gab zahlreiche Verletzte. Bundesaußenminister Maas forderte angesichts der Lage in Belarus Sanktionen gegen Lukaschenko. Stuttgart. Eine Frau aus Baden-Württemberg hat einen Rekord-Lottogewinn erzielt. Mit 42,5 Millionen Euro bekommt sie den deutschlandweit bisher höchsten Gewinn bei einer Ziehung 6 aus 49. Nach Angaben von Toto Lotto Baden-Württemberg lebt die Frau im Zollernalbkreis. Bei der Samstagsziehung tippte sie alle 6 Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig. Das Wetter in Bayern. Am Nachmittag meist bewölkt bis trüb, vereinzelt etwas Regen, Höchstwerte 6 bis 12 Grad. In der Nacht vor allem in Alpennähe etwas Regen, später vereinzelt Nebel, Tiefstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt, im Südosten etwas Regen, Mittwoch nur an den Alpen freundlich, Donnerstag bayernweit trüb mit Regen, maximal 12 Grad, nachts bis minus 2 Grad. Das waren die Nachrichten, es ist 13.04 Uhr. Die Verkehrsmeldungen: A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Dinkelsbühl, Fichtenau und Feuchtwangen West, Baustelle und 6 Kilometer Stau.
Die A7 Würzburg Richtung Ulm ist zwischen Kitzingen und Marktbreit nach einem Unfall gesperrt und es staut sich ab dem Kreuz Biebelried. Die Umleitung über die U72 ist überlastet. Wir empfehlen deshalb, weiträumig auszuweichen. A990 Westumfahrung München Richtung Nürnberg. Der Allacher Tunnel ist nach einem Unfall gesperrt. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat, aktuell. Grüß Gott, sagt der Otto Dittelmann. Weiter geht's mit Heimat aktuell und mit Schwung. Gehen wir rein in die zweite Stunde bis 14 Uhr. Die Weißenbacher Tanzl muss ich tanzen, Schwung. Das hat tatsächlich einen gewissen Schwung, was die Weißenbacher Tanzl, muss ich da gespielt hat. 13.08 Uhr ist gleich. Was haben wir für Themen? Wohin mit den Pflegekindern? Es wird für Jugendämter immer schwieriger, dass Familien finden, die Pflegekinder aufnehmen können, aufnehmen wollen. Zu Äpfeln der Vergangenheit werden vielleicht die Apfelsorten der Zukunft. Ein schwäbischer Obstkundler hat eure Obstbaum im Donauries in Eichach, Augsburg kartiert und wirklich da die eine oder andere Rarität gefunden, wo man schon gemeint hat, die gibt es gar nicht mehr. Und natürlich, Corona wird uns beschäftigen, der Wirrwarr um das Beherbergungsverbot, schwieriges Wort, und die Testpflicht für tschechische Pendler in Cham. Das ist die Horbergmusik. Thank you.
Montag, erster Arbeitstag nach dem Wochenende, für die meisten von uns ein ganz normaler Arbeitstag, aber für die tschechischen Pendler, die im Landkreis Cham arbeiten, da gilt seit Samstag eine Testpflicht, damit sie in Cham im Landkreis arbeiten dürfen. Das Landratsamt hat dafür extra eine zweite Teststation seit heute in Betrieb, bei der sich tschechische Pendler kostenlos testen lassen können. Unsere Korrespondentin Sarah Beham ist an Ort und Stelle. Wie schaut es da aus? Wird die Testpflicht angenommen? Und wie kann man sich das an den Teststationen überhaupt vorstellen?
Ja, seit den frühen Morgenstunden kommen hier hunderte Menschen zum Testen. Die meisten sind natürlich tschechische Pendler. Es gibt extrem lange Warteschlangen an beiden Teststationen. Viele stehen mit einem Buch in der Schlange, um einfach die Zeit zu überbrücken. Bei der Teststation am Kammer Volksfestplatz ist der ganze Platz voll mit Autos. Auch unser Auto ist zugeparkt. Da gibt's jetzt kein Zurück mehr, kein Raus mehr. Und ja, da ist es einfach auch nicht verwunderlich, dass es zu einem kleinen Verkehrschaos gekommen ist. Die Polizei war heute schon öfter wegen Auffahrunfällen im Einsatz. Dass so viel los ist, hat sich in Cham natürlich auch rumgesprochen und zieht einige Gaffer jetzt an. Die tragen natürlich auch dazu bei, dass man absolut keinen Parkplatz mehr bekommt. Also die Polizei muss sich um das Verkehrschaos kümmern. Wird denn die Testpflicht von den Menschen auch angenommen? Absolut. Ein Sprecher vom Landratsamt hat mir gesagt, dass die Menschen die Testpflicht wirklich ernst nehmen. Wie viele sich heute schon testen haben lassen, das weiß man noch nicht. Aber am Samstag waren es um die 600, am Freitag um die 1000. Da kann man heute auch so um den Dreh damit rechnen. Bei den tschechischen Pendlern kommt die Testpflicht gut an. Wenn das sein muss, muss sein. Kein Problem. Ich fühle mich wohl, gesund. Kommt vollkommen recht. Das muss sein. Wenn so viel erkranken ist oder eingesteckt ist, dann ist das kein Problem. Das muss man sich testen lassen. Und wir sind eigentlich von der Arbeit verpflichtet. Ja, ich glaube, das ist ja sinnvoll. Also man sollte mal das ein bisschen ausprobieren, durchtesten, dann wird es wahrscheinlich vielleicht besser. Auch die Unternehmen finden die Testpflicht für ihre tschechischen Mitarbeiter gut. Thomas Mühlbauer vom Wellnesshotel Bayerwaldhof in Bad Kötzting im Landkreis Cham. Das Testen finden wir gut, weil wir brauchen eine Sicherheit. Sicherheit für unsere Mitarbeiter und eine Sicherheit vor allem für unsere Gäste. Wir haben 4 Monate zugehabt und möchten weiterhin jetzt offen haben. Also Testpflicht vor allem für die Sicherheit des Unternehmens und der Gäste. Werden denn die tschechischen Pendler jetzt auch kontrolliert, ob sie ein Testergebnis haben? Ja, das Landratsamt hat Kontrollen angekündigt. Ein Sprecher hat mir heute auch gesagt, dass die Polizei beispielsweise bei Verkehrskontrollen nach dem Test fragen wird. Hat man keinen, ist das wie eine Ordnungswidrigkeit und da droht ein Bußgeld. Die Testpflicht, die besagt ja, dass die Pendler seit Samstag innerhalb von den nächsten 7 Tagen einen Test machen müssen. Danach müssen sie sich alle 2 Wochen auf Corona testen lassen. Außer man arbeitet in der Pflege, da muss man sich alle 5 Tage auf Corona testen lassen. Sarah Biham war das. Aus Cham hat sie berichtet über die Testpflicht für tschechische Pendler. Eine altbayerische Muse mit dem König Ludwig Marsch. Thank you.
Sie, war das mit dem Leitentoni sein? 13.22 Uhr. Ja, Sie haben es alle mitgekriegt, die Corona-Zahlen steigen wieder, besorgniserregend die ganze Geschichte, entsprechend werden die Regeln wieder strenger. Allerdings ist es jetzt nicht so ganz eindeutig, wie sie zum Beispiel in der Diskussion um das Beherbergungsverbot sorgt. Wer darf jetzt überhaupt noch in ein Hotel wo oder wer darf auf dem Campingplatz bei uns, kennt man sie im Moment nicht recht aus. Der Landgasthof Bergwirt in Herrieden im Landkreis Ansbach. Schon an der Tür empfangen einen die inzwischen typischen Hinweisschilder. Abstand einhalten, Maske aufsetzen, Hände desinfizieren. Und an der Plexiglasscheibe der Rezeption hängt eine Liste mit rot gedruckten Ortsnamen. Kreisfreie Stadt Hamm, Stadt Remscheid, Berlin-Mitte. Gäste aus diesen Gebieten dürfen aktuell nicht mehr aufgenommen werden. Das zu kontrollieren ist Aufgabe von Bianca Pfeiffer. Jeden Morgen gleicht sie die aktuellen Risikogebiete ab und aktualisiert den Aushang. Spätestens beim Check-in wird dann jeder einzelne Gast individuell gecheckt. Man hat ja die Anreiseliste, da kann man mal grob drüber schauen, was in der Anreiseliste ist. Und dann muss man aber direkt nochmal nachfragen, wo er her ist, um das hundertprozentig rauszufiltern. Dabei hilft die Internetseite darfichrein.de. Per Postleitzahl lassen sich hier die aktuellen Risikogebiete abfragen. Da habe ich den aktuellen Status. Dann hat jetzt heute früh ein Gast angerufen, ob er rein darf. Er ist aus dem Main-Taunus-Kreis. Habe dann die Postleitzahl und da sehe ich dann Einschränkungen möglich. Bad Stoben, Eppstein, Eschhorn, Flörsheim. Und dann kann ich dem Gast eben sagen, ob der rein darf oder nicht. Und steht im Ausweis die falsche Adresse, muss Bianca Pfeiffer den Gast abweisen. Eine schwierige Situation für die Beherbergungsbetriebe, die sich ja eigentlich der Gastfreundschaft verschrieben haben und jeden Reisenden willkommen heißen wollen. Für Georg Spätling vom Landesverband der Campingwirtschaft in Bayern kommt bei alledem noch eine moralische Komponente dazu. Was etwa, wenn ein Tourist auf einem langen Heimweg entlang der A9 übernachten will, aber in einem Risikogebiet zu Hause ist? Der Fahrer ist übermüdet, braucht dringend eine Pause und bittet den Campingplatzbetreiber um einen Stellplatz für die Nacht. Der Campingplatzbetreiber bekommt sicherlich beinahe gesagt Tränen in den Augen, denn eigentlich müsste er sie rechtlich weiterschicken. Er muss ihn aber eigentlich auch aufnehmen, denn man muss ja so sagen, wenn der Berliner jetzt weitergeschickt wird und er fährt in den Straßengraben, der Campingplatzunternehmer hat es richtig gemacht, aber menschlich hat er versagt eigentlich. Also muss er ihn aufnehmen und wenn er dann angezeigt wird von einem Mitcamper oder von Nachbarn so ausgedrückt oder weil zufälligerweise die Polizei vorbeigefahren ist und das Kennzeichen sieht, ich denke, das ist kein tragbarer Zustand. Wie viele Gäste durch die neuen Regeln fehlen werden, ist noch unklar. Weil sich die Risikogebiete auch ständig ändern, wagen die Betriebe auch keine Prognose. Also ganz schön kompliziert. Der Berliner muss weiterfahren, wenn er in Nürnberg übernachten möchte. Der Rosenheimer hat mehr Glück. Der kommt zwar aus einem Corona-Hotspot, aber das Beherbergungsverbot gilt nur für Reisende aus anderen Bundesländern. Das war ein Beitrag von Ingo Pflug.
Ein Landler von den Bernrieder Musikanten. Pflegeeltern kommen dann zum Einsatz, wenn Kinder nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern leben können oder wollen, wenn es einfach nicht mehr geht. Pflegeeltern bieten dann den Kindern ein neues Zuhause, Geborgenheit, die Zuneigung, die sie von den leiblichen Eltern nicht kriegen können, im Moment zumindest. Aber für die Jugendämter wird es für immer schwieriger, dass sie Eltern finden, die bereit sind, Pflegekinder bei sich aufzunehmen. Unser Reporter Robert Grantner hat eine Familie in Peißenberg besucht, die sich schon seit 40 Jahren um Pflegekinder kümmert. Wenn die Triesbergers spazieren gehen, dann sehen sie aus wie eine ganz normale Familie. Da ist Mama Ruth mit ihren halblangen schwarzen Haaren und Papa Erich mit den grauen Haaren und dem ebenso grauen Vollbart. Und das sind die vier Jungs. Doch keiner der vier ist ein leibliches Kind. Sie sind alle Pflegekinder, die Ruth und Erich bei sich aufgenommen haben. Wir haben Kinder, die sehr vernachlässigt waren, misshandelt waren, nicht ernährt waren, unterernährt waren, fast verhungert waren, sexuell missbraucht waren. Die traumatischen Erlebnisse, die alle vier in ihren Herkunftsfamilien machen mussten, prägen die Kinder bis heute. Der älteste Pflegesohn ist 30 und lebt schon seit seinem 8. Lebensjahr bei Ruth und Erich. Der jüngste, Josef, ist erst 4. Der kleine schwarze Bub mit den geflochtenen Rasterzöpfen lebt seit gut einem Jahr hier. Also die war dann so, Schatzi, ich bin doch hier. Komm halt rein. Wo bist du? Hier bin ich. Bin ich so klein, dass du mich nicht mehr siehst, oder was? Nee. Der Josef, der braucht es jetzt ein bisschen knuddeln, glaube ich. Ha? Ihr ganzes Leben hat die 70-Jährige ihren Pflegekindern gewidmet. Sie weiß, wie es ist, keine schöne Kindheit zu haben. Schon mit 5 Jahren verliert sie ihre Mutter. Und ich habe dann eine Stiefmutter bekommen, wo es mir halt nicht so sehr gut ging. Und ich denke, daraus ist das alles erwachsen. Also ich wollte immer, dass Kinder halt ein Zuhause haben. Und die Zahl der Pflegekinder, die genau das bräuchten, steigt seit Jahren immer weiter. Seit 2008 um ganze 20%. Allein in Bayern leben mehr als 10.000 Kinder in Vollzeitpflege. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Pflegeeltern. Besonders pflegeintensiv ist der 14-jährige Dustin. Als 4-Jähriger kam er hierher, war damals halb verhungert. Bald stellte sich heraus, er ist Autist. Ja, Hunger. Ich weiß, dass du richtig Hunger hast. Du bekommst jetzt dann auch was zu essen. Was gibt's denn? Suppe. Und Pudding. Welche Suppe magst du am liebsten essen? Nudelsuppe. Genau, Nudelsuppe. Essen ist für Dustin extrem wichtig. Lange Zeit musste ihm Ruth jeden Abend den vollen Kühlschrank zeigen, damit er wusste, es gibt auch morgen noch etwas zu essen. Heute geht es Dustin richtig gut. Er hat ein rundliches Gesicht, lacht viel und geht gerne in die Schule. Mehr als 30 Pflegekinder haben Ruth und ihr Mann Erich in den letzten 40 Jahren großgezogen. Sie hoffen, dass auch andere Familien sich trauen und Pflegekinder bei sich aufnehmen. Denn für die beiden ist demnächst altersbedingt Schluss. Thank you.
Grossauer Bläserwand ist 13.40 Uhr. Im Spessart sind jetzt wieder die Eichelsammler unterwegs. Weil was in die Wälder rund um Rotenbuch von den Bäumen runterfällt, das ist bestes Saatgut, beste Eicheln, stammt aus Bayerns ältestem Eichenbestand. Und der ist zur Zeit der Französischen Revolution angelegt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Frank Breitenstein berichtet. Das hat ein bisschen Tradition, ja. Also es ist schon so, dass dann der Großteil der Familie schon auch mitgeht, ne? Ausgerüstet mit Eimern und einem Sammelschein vom Forstbetrieb sorgen derzeit rund 200 Familien dafür, dass die Spessart-Eiche nicht ausstirbt. Es ist ein sogenanntes Mastjahr. Da muss man zugreifen, sagt Florian Vogel von den Bayerischen Staatsforsten. Denn die Eiche ist heute wichtiger denn je. Sie verkraftet heiße und trockene Sommer besser als die Buche und soll jetzt vor allem die vertrockneten und vom Borkenkäfer heimgesuchten Fichten ersetzen. Wir am Forstbetrieb Rotenbuch haben sehr viele Flächen verloren, die jetzt kahl liegen. Und auf diesen Flächen werden wir nun die Eicheln ausbringen und säen. Hat die Staatsregierung auch Gelder dafür zur Verfügung gestellt, einen Klimawald zu schaffen, der den zukünftigen Gegebenheiten des Klimawandels besser gewachsen ist. Mindestens 500 Zentner sind nötig, denn ganz Bayern soll davon etwas abbekommen. Als Anreiz winken 2 Euro Aufwandsentschädigung pro Kilo Eicheln. Doch die Mühe lohnt sich nicht nur finanziell. Seit diesem Jahr gehört die Eichenwirtschaft im Spessart mit ihrer mehr als 200-jährigen Tradition sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.
Hetzenberger Hausmusik war das, 1348. Wenn man im Supermarkt ins Regal schaut, ins Obstregal, dann meint man eigentlich, es gibt gar nicht so besonders viele Apfelsorten, Präbeeren, wo man hinschaut, naja, vielleicht ist einmal Elster dabei oder ein Gala. Es gibt um die 2000 verschiedene Apfelsorten bei uns in Bayern, die zum Teil früher auf die Streuobstwiesen gestanden sind. Die Vielfalt hat natürlich in den letzten 100 Jahren deutlich abgenommen, aber das, was es noch gibt, das soll für die nächsten Generationen erhalten bleiben. Und deswegen ist im nördlichen Schwaben ein Obstkundler, ein Experte für Äpfel und Birnen unterwegs gewesen, jahrelang, hat alte Sorten gesucht und dokumentiert, bestimmt. Zum Abschluss war mein Kollege Tobias Hildebrand mit ihm in Leitheim im Landkreis Donau-Ries unterwegs. Das ist sicher ein alter Baum. Ich schätze den Baum auf so ein durchschnittliches Alter von 80 Jahren. Und ja, wie zu erkennen ist, also er hat die besten Zeiten gesehen. Trotzdem, alt ist gut, denn die kleinen Äpfel, die noch auf den knorrigen Ästen wachsen, könnten eine Besonderheit sein. Das will der Apfelexperte Hans-Thomas Bosch jetzt herausfinden. An dem steilen Hang unterhalb des Leitheimer Schlosses, nah an der Donau, pflückt er mehrere Äpfel. Also jetzt äußerlich ist nicht sofort so ein Bild da von der Sorte. Deshalb schneide ich die sofort auf. Der Geschmackstest. Also kräftige Säure. Darf ich auch ein Stück probieren? Oh, sehr gern. Schale ist so rot-gelb, unten geht's ins Grüne über. Süß ist er nicht. Nee, egal. Also ausgesprochen Säureträger. Und deshalb eher ein Apfel, der früher zum Mosten verwendet wurde. Der Agrarwissenschaftler Hans-Thomas Bosch hat in den vergangenen Jahren im nördlichen Schwaben 210 Apfel- und 71 Birnensorten gefunden und dokumentiert. Im Auftrag eines Zusammenschlusses lokaler Aktionsgruppen und den Landkreisen Donau-Ries, Neu-Ulm, Augsburg und Eichach-Friedberg. Finanziell gefördert von der EU. Das Ziel, alte, sehr seltene Sorten finden und in regionalen Erhaltungsgärten und einem Garten für Ganzschwaben in Schlachters im Landkreis Lindau pflanzen und damit retten. Mein Ergebnis lautet jetzt ein unbekannter Mostapfel aus der Zeit um 1920 bis 1940 gepflanzt. Also möglicherweise eine echte Rarität. 10 Äpfel packt Hans-Thomas Bosch ein. Daheim versucht er dann, die Sorte mit Hilfe von Kollegen, Fotos und Sammlungen doch noch zu bestimmen. Ja. Eigentlich ist der Apfelexperte aber auf dieser Wiese unterwegs, um den Leitheimer Streifling zu finden. Davon ist nur noch ein einziger Baum bekannt. Der steht etwas entfernt auf der Streuobstwiese von Meinrad Meyer. Der 80-Jährige glaubt, dass hier unterhalb des Schlosses noch einer stehen könnte. Apfelexperte Hans-Thomas Bosch erklärt, worauf er jetzt achtet. Der ist sehr dunkel. Dunkelrot gestreift, daher der Name Leitheimer Streifling. Dann hat er aber auch noch so helle, große weiße Schalenpunkte auf der Schale. Dunkelrot sind die Äpfel schon mal, aber dann ist schnell klar, ein Leitheimer Streifling ist das nicht. Das ist unser sehr, sehr verbreiteter rheinischer Bohnenapfel. Der Tippgeber, Meinrad Meyer, hat also weiterhin den einzigen Leitheimer Streifling auf seiner Wiese stehen. Auch wenn ihm der nicht viel nützt, weil der Baum alt ist und lange nicht gepflegt wurde. Wir haben da nichts drauf gegeben. Weil das einfach so krümmel ist. Wenn du viel Äpfel hast, schöne Äpfel hast, dann schaust du dir nicht an. Aber auch die vermeintlich altersschwachen Greise unter den Bäumen lohnen sich, sie zu erhalten. Zuchtunternehmen greifen bei ihren Kreuzungen immer wieder auch auf alte Sorten zurück. Aus einem einfachen Grund, sagt Hans-Thomas Bosch. Wenn eine Sorte über 200 Jahre von einem bestimmten Erreger nicht befallen wird, dann kann das durchaus ein Resistenzträger sein für eine Weiterzüchtung. Denn gerade in der Klimakrise sind widerstandsfähige Obstsorten wichtig. Und so werden aus manchen Äpfeln der Vergangenheit vielleicht einmal die Apfelsorten der Zukunft. Thank you.
war die Blaskappe in Otto Ebner. Ja, Maiblümerl, Mai. Vielleicht können wir uns ja auf den nächsten Mai schon wieder freuen damit. So schaut es nämlich aus. Wenn Sie Lust haben, heute Nachmittag im BR-Fernsehen, wir in Bayern, im Morfast, da geht es heute auch um Äpfel. Die Herzogin Olga, den Minister von Hammerstein oder auch Lanes Prinz Albert. Er kennt sie alle und weiß, wie sie schmecken. Georg Loferer ist nämlich Pomologe und im Auftrag der Regierung von Oberbayern auf der Suche nach seltenen Apfel- und Birnensorten. Michael Sporer begrüßt ihn heute auf dem Wir in Bayern Sofa. Ja, und Zwetschgen haben wir auch noch im Angebot. Sternekoch Christian Jürgens. Der macht Entenbrust mit Zwetschgen-Ragout und Gnocchi. Schalten Sie ein um 4:15 bei Wir in Bayern. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Das war der Arthur Dittelmann. Sie haben gehört Heimat aktuell auf BR Heimat. Für gut. Typisch Bayern.